Umzugsstress, große Pläne und verärgerte Anwohner. Das alles gab es Mitte Januar 2011 bei uns in der Stadt aus nächster Nähe. Damit herzlich willkommen zu Quinte, unserem Rückblick auf Duisburg vor 5 Jahren. Heute mit diesen Themen. Gesundheitsamt zieht um. Die städtische Einrichtung ist künftig in Duisburg-Ruhrort zu Hause. Verkehrsführung bei HKM. Die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann planen für ihre Werkstore. Und Streit ums DJs. Das Duisburger Ordnungsamt will, dass der Club früher schließt. Alles unter einem Dach, das ist ein Motto, das man eigentlich eher von Einkaufszentren kennt, beispielsweise dem Forum oder der Königsgalerie. Aber im Januar 2011 galt dieser Spruch auch für das Gesundheitsamt bei uns in Duisburg, das nämlich sämtliche Stellen und Behörden zusammengezogen hat in neuen Räumlichkeiten in Ruhrort. Wer demnächst mit dem Säugling zur Vorsorge muss, wer zur Impfberatung oder zum Schulzahnarzt muss, der findet alle Dienste an der Ruhrorter Straße 195. Das Gesundheitsamt zieht um und alle ziehen mit. Aus 8 Standorten im Stadtgebiet wird eines, das Medical Center Ruhrort, bündelt alles unter einem Dach. Das bedeutet für uns organisatorisch erhebliche Vorteile, weil einfach der Kontakt der Mitarbeiter untereinander und vielfach haben wir ja Aufgaben, in denen eben mehrere Menschen miteinander in Kontakt treten müssen bei der Arbeit, um die Aufgabe zu erledigen. Das ist also jetzt sehr viel besser möglich. Übermorgen geht es los. Nach und nach ziehen alle Mitarbeiter in den Neubau, Filiale um Filiale. Bis zum Herbst soll der Umzug abgeschlossen sein. Ein Vorteil, die Zusammenlegung erspart Betriebskosten. Die Stadt muss rund 50.000 Euro weniger zahlen für Heizung und Hausmeister. Einen kleinen Nachteil hat das Ganze aber auch. Der trifft nicht die Mitarbeiter, sondern eher einige Bürger. Wenn man an die Wege denkt, um dann zu dieser Einrichtung zu kommen, diejenigen, die im Norden der Stadt wohnen, haben es jetzt sicherlich näher zum Gesundheitsamt. Diejenigen, die im Süden der Stadt wohnen und vielleicht auch die im Westen zum Teil, es etwas weiter. Aber angesichts der Tatsache, dass man nicht jeden Tag zum Gesundheitsamt muss, ist das eine zumutbare Beeinträchtigung. Die Standortsuche für das Medical Center war schwierig und hat lange gebraucht. Eigentlich hätte die Stadt gern früher den Umzug gestartet. Das ist eben nicht ganz einfach, für so eine fachspezifische Aufgabe auch eine entsprechende Immobilie zu finden. Und da freuen wir uns, dass das jetzt in Ruhrort mit dem Medical Center, was auch praktischerweise noch so heißt, ein Gebäude gefunden zu haben. Stellenstreichungen wird die Zusammenlegung übrigens nicht nach sich ziehen. Lediglich 3 Arbeitsplätze werden sozialverträglich abgebaut. Die Mitarbeiter gehen demnächst in Rente. Die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann im Duisburger Süden sind direkter Nachbar von Wohngebieten, in Hüttenheim beispielsweise. Und weil man es mit den Anwohnern sich nett machen will, hat man bei HKM beschlossen, dass die Werkstore im Januar 2011 neu belegt und anders bespielt werden sollten, wenn man so möchte. Es gab aber immer noch Protest seitens der Anwohner. Noch ist hier der Haupteingang, an der Ehinger Straße, Ecke Schulz-Knautz-Straße. Doch die prekäre Verkehrssituation gibt Anlass zu Neuüberlegungen. Regelmäßig staut sich hier der Verkehr. Dazu kreuzen Straßenbahnen und Bahnverkehr die Zufahrt. Zudem gibt die Schrankenanlage Grund zur Sorge. Wir haben leider dort in den letzten Jahren viele Probleme an den Schrankenanlagen. Die sind einfach überaltert. Zudem ist es dort schon zu Arbeitsunfällen gekommen. Direkt hinter der Schranke befinden sich 2 Gleise. Dadurch gibt es nicht ausreichend Rückstaufläche. Das heißt, Autos, die bei uns bis vor die Schranke fahren, stehen sofort auf den Gleisen. Sollte es zu einer Störung der Schrankenanlage kommen, haben wir dann das Problem, dass sich die Schrankenanlage unter Umständen auf die Autodächer absetzt. Eine Ausweichmöglichkeit musste her. Diese wurde gegenüber dem Klettenweg gefunden, nahe dem Werkstor 2. Schon 2007 gab HKM eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Die Frage: Funktioniert der Verkehrsknoten an dieser Stelle? Das Ergebnis war positiv. Seit Beginn der Planung gehen die Verantwortlichen bei HKM aktiv auf die Hüttenheimer Bürger zu und erläutern die Maßnahmen. Denn die Bürger befürchten Parkplatzprobleme und ein erhöhtes Lkw-Aufkommen. Das sei jedoch unbegründet, sagt Franz Schäbe. Die Zufahrt für Lkws wird weiter über Tor 3 und 4 geregelt. Trotzdem sind viele Anwohner skeptisch.
Des einen Freude ist des anderen leid. Die anderen, die bisher rund um Tor 1 gewohnt haben, sagen wunderbar. St. Florian, verschont mein Haus, zünd andere an. Dann gehe ich eben woanders hin mit dem Problem. Aber ich denke mal, es ist möglich und machbar. Und wenn diese Machbarkeitsstudie, die HKM angefertigt hat, wenn die wirklich so sein sollte, dass dieser Verkehrsknoten auch funktioniert, dann wird es da sicherlich eine vernünftige Lösung geben. Die Hüttenheimer sind aufgerufen, Vorschläge zur Verbesserung des Konzeptes einzubringen. Und natürlich hoffen sie, dass sich die Diskussion mit dem großen Nachbarn lohnt. Es wird auf der nächsten folgenden Veranstaltung sicherlich so sein, dass die Bürger dann auch wirklich nachfragen und sagen, was ist denn jetzt mit unseren Anregungen geworden? Werden wir da ernst genommen? Werden wir da mitgenommen an dem Punkt? Bei HKM hat man sich feste Ziele gesteckt. Mit ihnen diskutieren, auch wenn dort gute Verbesserungsmaßnahmen und Vorschläge kommen, uns denen stellen. Sofern wir die umsetzen können, werden wir sie dort auch unterstützen. Ich denke auch, wir werden gemeinsam mit der Politik gemeinsame Wege finden, damit diese Maßnahmen hier zielgerichtet und für das Wohnumfeld ordentlich umgesetzt werden kann. Die nächsten Gespräche sind für Anfang Februar geplant. Aus heutiger Sicht, sagt Franz Scheben, ist eine Eröffnung Mitte 2012 realistisch. Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann werden ca. 1,6 Millionen Euro in die Maßnahme investieren. Glaubt man der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, ist die Entwicklung auf dem Duisburger Büromarkt eine echte Erfolgsstory. So lauteten auch die Zahlen im Januar 2011, wo von Seiten der Wirtschaftsförderung festgestellt wurde, die positive Bilanz aus den Vorjahren setzt sich fort. 20 kreative Köpfe umfasst das Softwareunternehmen Prodot. Viel Kopfarbeit und konzentriertes Arbeiten, der Alltag der Mitarbeiter. Schön, wenn man dann ein attraktives und funktionales Büro hat. Erst seit ein paar Wochen ist das aufstrebende Unternehmen aus Moers nach Duisburg in den Innenhafen in das H2 Office gezogen. Also die Lage ist ja sehr zentral. Einfach sieht von außen natürlich auch spektakulär aus. Also es ist, denke ich, auf jeden Fall im Vergleich zu vorher ein Fortschritt. Prodot ist nur eins der vielen Unternehmen, die sich im letzten Jahr in Duisburg angesiedelt haben. Über 60.000 Quadratmeter Bürofläche haben neue Nutzer gefunden. Ein positives Zeichen dafür, dass Duisburg sich als kontinuierlicher Bürostandort bewährt hat. Duisburg hat den Vorteil der zentralen Lage, dass wir eben eine gute Erreichbarkeit haben. Und das zählt heute für die Unternehmen immer mehr, nämlich vernünftige Mitarbeiter auch zu erreichen, dass die auch dann gut einen neuen Unternehmensstandort erreichen können. Und das ist hier gegeben. Und mit attraktiven Standorten wie hier am Innenhafen gelingt das natürlich besonders gut. Das Unternehmen Prodot hat sich ganz bewusst für den Firmensitz am Duisburger Innenhafen entschieden. Der Geschäftsführer hofft, so unter anderem gut ausgebildete Fachkräfte für sein Unternehmen zu gewinnen. Genau dieser Standort hier in Duisburg ist sehr schön durch die Wasserfläche, durch die Gebäude, durch das Umfeld. Ich denke, da gibt es auch genügend Argumente, die so im Freizeitbereich angesiedelt sind, weshalb man gerne auch mal am Wochenende hier ist oder auf irgendeiner Veranstaltung hier ist. Wichtig war Kremmers außerdem, dass das Bürogebäude umweltfreundlich und energieeffizient konzipiert ist. Nachhaltigkeit ist wichtig. Greenhouses, grüne Gebäude sind daher zunehmend gefragt. Das sind Gebäude, die eine besonders nachhaltige Energieversorgung haben, zum Teil eben mit Wärmepumpen arbeiten, mit Betonkernarmierung, wo quasi die Wand durch dort durchlaufendes kaltes Wasser zur Kühlung genutzt wird und eben teure Klimaanlagen entfallen können. Verstärkt gab es 2010 Anfragen großer Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor. Allerdings fehlt das kurzfristige Angebot großer Flächen. Die größte Herausforderung für 2011 wird es daher sein, Investitionen in neue Büroprojekte anzustoßen. Dass Investoren hier auch bereit sind, Bürogebäude zu erstellen, vielleicht mit einer geringen Vorvermietungsquote und dass vielleicht auch die Banken dann mitspielen und sowas dann auch finanzieren, weil die Nachfrage, da werden wir dann schon für sorgen. Duisburg wird auch künftig weitere Ansiedlungserfolge erzielen. Da ist sich die GfW Duisburg sicher. Die Aufwertung des Bahnhofs und die ab 2011 bis nach Düsseldorf durchgängige Autobahn A59 schaffen Qualitäten, von denen auch der Büromarkt dauerhaft profitieren dürfte. Um 1 Uhr nachts, da will der rechtschaffende Bürger in Ruhe in seinem Bett liegen. Junge Menschen hingegen sind gerade um diese Uhrzeit auf der Straße unterwegs und wollen in die Clubs und feiern und laute Musik hören. Es prallen Interessen gegeneinander. Im Januar 2011 war das vor allem der Fall beim DJs in der Duisburger Innenstadt.
Wäre die größte Katastrophe, die man sich für Duisburger Nachtleben vorstellen könnte. Hier wird hingekackt, hier wird gekotzt, hier wird alles gemacht, leere Flaschen hingeschmissen, bei mir auf der Terrasse. Das ist kein Zustand hier, das kann man nicht dulden. Das ist halt ein Untergang für die Clubszene in Duisburg. Die Polizisten kamen zu uns ins Haus und haben selbst gesagt, so geht das nicht. Es ist halt schade, ne? So ist das nun mal. Konservative Welt. Das ist sehr heftig mit dem Bass. Vor allen Dingen im Sommer, wenn die Tür auf ist, da hört man bis hinten auf dem Hof immer das. Wenn ihr Ruhe haben wollt, fahrt in die Berge. Das Jazz an der Börsenstraße spaltet die Duisburger. Es ist Samstagnacht kurz vor eins, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Doch gleich ist damit Schluss. Wo früher noch bis 5 Uhr morgens gefeiert wurde, heißt es nun Ruhe bitte. Vor 8 Jahren eröffnete der Szeneclub. Doch seit kurzem gibt es Streit. Grund sind Beschwerden der Anwohner. Sie fühlen sich von Gästen und Musik gestört. Nachts sei es hier einfach zu laut. 17 Vorfälle habe es allein im vergangenen Jahr gegeben. Jetzt greift das Ordnungsamt durch. Auch am Wochenende muss das Jazz um 1 Uhr schließen. Es gibt in der Konzession eine ganz klare Regelung, dass ab 22 Uhr Zimmerlautstärke einzuhalten ist. Und wenn man halt immer wieder Gespräche führt, Bußgeldbescheide ausstellt und so weiter und sich nichts ändert, dann sind uns einfach die Hände gebunden. Da ist der Schutz der Anwohner einfach das höhere Interesse vor dem wirtschaftlichen Interesse des Betreibers. Der Betreiber kann die Vorwürfe nicht verstehen. In seinen Augen sind die Beschwerden der Anwohner nicht gerechtfertigt. Der Club sei gedämmt, die Türen blieben geschlossen und ein Türsteher regelt den nächtlichen Betrieb. Der Lärm komme nicht aus seinem Laden, sondern von seinen Gästen. Und das liege nicht in seiner Verantwortung. Die Straße ist öffentlich. Ich kann nicht zu jedem Leuten gehen und sagen, hör mal, hier ist unser Bereich, ihr sollt bitte leiser sein. Manchmal haben wir Beschwerden aus Glaubwegstraße, wo wir überhaupt keinen Einfluss mehr haben. Das ist das Problem. Und das Problem geht er an. Bereits vergangene Woche zog der Betreiber vor Gericht und klagte gegen die Verfügung des Ordnungsamtes. Ohne Erfolg. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht bestätigte die 1-Uhr-Regelung. Doch Ercan Ulucan lässt nicht locker. Der Streit ums Jazz schafft es bis in die öffentliche Ratssitzung. Und hier stößt der Inhaber auf jede Menge Unterstützung. Gäste, Musiker und befreundete Gastronomen kämpfen gegen die neue Sperrzeit und damit auch um die Existenz des Clubs. Ich versuche zu zeigen, wenigstens die Programme, die Konzerte, die Session oder die offenen Bühnen weiterzumachen. Aber das Problem ist, die Musiker, die müssen irgendwie auch bezahlt werden. Die großen Einnahmen waren hauptsächlich Wochenende mit den Partys. Und wenn jetzt die Partys ausfallen, haben wir überhaupt keine Möglichkeit, die Leute zu zahlen. Und es wird auch automatisch auch nicht für mich lohnen, hier weiterzumachen. Ercan Ulucan sucht jetzt den Dialog mit den Anwohnern. Denn wenn es nicht bald einen Kompromiss mit dem Ordnungsamt gibt, steht das Jazz höchstwahrscheinlich vor dem Aus. Und dann würde es hier wirklich still werden. Und mit diesen Bildern aus dem Duisburger Nachtleben verabschieden wir uns für heute hier von Quinte, unserem Rückblick auf Duisburg vor 5 Jahren. Nächste Woche schauen wir wieder gemeinsam mit Ihnen ins Archiv. Bis dahin, machen Sie es gut.